und an damit. Das war schon genug. So. Ich muss gleich mal gucken, wie groß die Medium-Teile das sind. Obwohl, ich kann auch einfach hier... Wie groß sind denn die Medium-Container? So einer wäre schon besser, ne? Ich habe eine Idee. Haben die auf beiden Seiten diese Teile? Ich hoffe mal. Ja. Und hier noch. So. Das ist so eine Art Zwischenlagerung, sag ich mal. Dann mache ich hier den großen. Und einen Conveyor. Ui, der ist auch um einiges größer, als ich dachte. Hat er das unten auch, diese kleinen Teile? Das gibt's doch nicht. Den ja auch hin platzieren? Ja. Aber da hat er nur die großen, ne? Obwohl, da oben. Ja. Ja, der hat oben und unten die kleinen. Dann drehe ich den einfach kurz. Hä? Und konnte ich nicht in dieser... Okay, ich muss jetzt eigentlich theoretisch Page down. Okay, das ist falsch. Home und End. Genau, fast. Und jetzt Patch down. Genau. Nee, immer noch nicht genau. Das gibt's doch nicht. Das ist auch ein Small Conveyor. Hier, Small Conveyor. Geht doch. Genau, der kommt hier hin. Und dann brauche ich wieder die hier. Wo sind sie denn? Ich brauche gleich bestimmt noch ein paar. Falsche Richtung. Richtige Richtung. In der Ecke nach unten geht, die 7. Ja. Gut und so. Und hier das gleiche, nur andersrum. So. Und so. Hier auch. Jetzt hoffe ich, dass ich noch 4 von den Teilen habe. Ich glaube aber nicht. Nee, das war's, ne? Genau. 4 brauche ich noch. So, damit der Grundaufbau fertig ist. Hoffentlich waren es auch wirklich die Interior Plates. Ja. So, ich brauche die hier mal gedreht. Aber nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Nee, in die Richtung. Nee, jetzt in die Richtung. So. Zack. Und zack. Und noch zweimal.
und da. Gut. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach hier vom Bohrer wird zweimal rausgenommen. Einfach der Symmetrie halber. Hier zwischengelagert. Und dann hier in den Conveyor, der das Ganze dann hier reinpackt. So, jetzt muss ich das Ganze halt nur noch fertig machen. Ach du Scheiße. Okay, wie viele Motor brauche ich? Eins. Ich brauche 20 Motoren. Ich habe keinen, genau. Habe ich von allen genug? Ja, außer von Nickel. So, das muss ich kurz farmen gehen. Aber davor kurz aufladen. Durch. So passt. Guck mal, ob man da Nickel finden. Eisen. 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 Eisen, Eisen, Eisen. Uranium. Oh, da kann ich was mitnehmen. Hier bin. Können wir sehen, wie ineffektiv das ist. So, ich habe es jetzt noch, glaube ich, nicht gezeigt. Und dann fliege ich gleich zu einem anderen Rest Asteroiden, um Nickel zu finden. Oder ich gucke kurz in dem hier darum. So. In die Raffinerie damit. Ich verbrauche wahrscheinlich jetzt mehr Strom mit der Raffinerie, wenn ich das ja mit der Raffinerie verarbeite, als ich eigentlich herstelle. Uranium. Ich gebe 205 Kilo. Und das wird wahrscheinlich alles wieder unter 1 Kilo bleiben. Na, ganz so schlimm wahrscheinlich nicht. So, finally on. Kurz weg. Und ja. Ein bisschen weiter geht's. Seht ihr im nächsten Part. Hoffe, es hat euch gefallen. Also, in der nächsten Aufnahme. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Space Engineer Survival Mode. Ja, wir waren gerade dabei, ein kleines Mining-Schiff zu bauen und brauchen dazu 20 Motoren. Und ich glaube, die werden da gerade schon gemacht. Ah ne, wir brauchen noch Nickel, ne? Habe ich das schon gefunden? Genau, ich war gerade am Uranium machen. Genau. Genau. So, okay, jetzt suche ich Nickel. So, ich guck mal hier drin. Hier geht es bestimmt Nickel. Hier gab es doch oder was, oder? Ich glaube, hier gab es sogar was. Ja. Hier ist sehr toll. Ich glaube, da unten dürfte noch was liegen, weil ich möchte das jetzt hier nicht kaputt machen. Stone. Stone, 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 Stone. Iron, Stone. Stone. Iron. Stone. Stone, 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 Iron. Iron, 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 Iron. Stone, 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 Stone. Das gibt's genau da, wo ich jetzt nichts kaputt machen kann, ne? Dann suche ich irgendwann mal weiter hinten, da gibt's bestimmt auch noch was.
Kobalt, Iron. Hier, Nickel. Unterm Eisen. Da ein bisschen rein. So, dann muss man gucken, wo da vorne, ne? Ne, andere Richtung. Genau da hinten. Oder Tobias kurz einspritzen und dann wird er uns die Motoren bauen. Komm! Ne, ich habe vergessen, dass man nicht dagegen steuern sollte, sonst dauert das Bremsen nur länger. So, hier. Und Nickel. So, jetzt dürfte der schon produzieren. Warum habe ich denn jetzt nicht mehr genug Eisen? Ich hätte doch mal genug Eisen. Okay, dann kommt Eisen als nächstes. Und was war ich noch? Kobalt. Kobalt habe ich da, ne? Genau. So. Gut, dann macht jetzt alles nach der Reihe und ich habe auch noch gerade ein bisschen hier gemacht und deswegen. So, ein Motor ist schon fertig. 19 bleiben noch. Da kann ich schon mal eins machen. Und dann den Rest vom Schiff planen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeug. Und Construction Component. Auch 20. Hier. Habe ich nicht genug?